Hallo Bock, Heide, hallo Welt, da bin ich schon wieder, der Lutze, und es war eine kurze Woche gewesen, eine kurze, kalte Woche, ja, so richtig kalt, so dass bei uns so einige Pflänzchen erfroren sind, zum Beispiel unser neu gesetzter Wein, ich hoffe, der treibt nochmal aus, aber bestimmt, wir werden sehen. Ja, es waren für uns hier in Bockheide jedenfalls zwei Feiertage, auch wenn der 30. noch ein regulärer Arbeitstag war. Aber da war schon so viel los hier in Bockheide. Eröffnung der Radstation, Einweihung, Mehrgenerationsspielplatz und die ganzen Festivitäten zur Maifeier. Bis zum Tanz in den Mai, das jedenfalls am 30. und am 1. folgte gleich hinterher der Waldbadlauf. Dazu kommen wir aber später nochmal. Hier erstmal das Video zu den Mai-Feierlichkeiten in diesem Jahr. Bitte schön. Siehst du dich? Ist schon an? Ich sehe mich auch. Ja? Hallo Bockheide. Ja, hallo Bockheide. Habe ich gesagt, du musst sagen Hallo Welt. Ach so, ich soll Hallo Welt sagen. Hallo liebe Zuschauer. Ja, und Gäste. Es ist Maibaumtag und 11 Uhr Radstation, 14 Uhr Mehrgenerationsspielplatz wird eröffnet. 17 Uhr das große Programm zum Maibaum. Das wird auch jedes Jahr größer, glaube ich. Genau. Aber wir schaffen das. Es ist eine ganze Menge los und ganz zum Schluss Mai in den Tanz. Und wer dann noch nicht genug hat, darf Mai in den Tanz, Lutze. Tanz in den Mai. Und natürlich, wer dann noch nicht genug hat, kann morgen hier zum Waldbadlauf hier nebenan erscheinen. Beste Wetter übrigens heute. Ja. Polizei ist da, Fahrradkodierung, habe ich gesehen. Ja, ich konnte noch verhindern, dass sie ihn verhaften. Hüpfburg, DLRG ist da. Genau. Anne, das Boot. Jugendclub. Und gleich geht's ist los. Da mit Stefan hinten, die haben da auch was mit Fahrrad aufgebaut. Gut. Und gleich geht's los und wir filmen dann noch so lange. Wir und müssen nachher noch Filme ranhängen. Wir müssen nachher noch einen Film dranhängen, hat Lutz gesagt. Bis genau. Nachher, tschüss. Es kommt von draußen rein, holla hi, holla ho, wird wohl mein feines Liedchen sein, holla hi. Persönliche Engagement und den enormen Zeiteinsatz geht der Kunst- und Kulturpreis 2019 an Matthias Giese und Lutz Behnke. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das war eine richtig coole Veranstaltung, war wieder eine Menge los gewesen. Der Maibaum steht immer noch, wurde nicht abgesägt. Und um nochmal zu dem Kunst- und Kulturpreis zu kommen, dazu haben wir nochmal was zu sagen. Stimmt's, Matze? Lutze, hier ist er. Bei dir steht er, der Kunst- und Kulturpreis. Ja. Ich freue mich auch, dass er bei mir steht und nicht bei dir. Der Kunst- und Kulturpreis natürlich. Ja. Matze musste noch mal schnell herkommen und wisst ihr warum? Weil wir wollen natürlich noch mal Danke sagen an Bockheide, an all die Gruppen, Vereine, Menschen, die Bockheide zu dem machen, was uns ermöglicht,
das hier bekommen zu haben. Unseren nennen zu dürfen. Genau. Vielen Dank an alle, die hier so fleißig Borkheide zu dem machen, was eben das Borkheide ausmacht. Uns mit Themen füttert. Wir freuen uns, dass es nicht durch die Politik geschieht, sondern durch die Menschen hier vor Ort, die keine Anweisung brauchen, sondern durch sich selbst leben hier im Ort, würde ich so sagen, oder? Ja. Und eben für alle, die bei der Feier nicht dabei waren, wollen wir das hier nochmal kurz als Dankeschön rüberbringen. Danke. Genau, vielen herzlichen Dank. Kunst- und Kulturpreis Borkheide 2019. Matthias Giese und Lutz Behnke. Ich weiß nicht, ob wir es uns verdient haben, aber wir haben es bekommen. Vielen herzlichen Dank. Auf jeden Fall habt ihr uns ganz schön unter Druck gesetzt damit. Eigentlich wollten wir in den Ruhestand gehen und das Geld ausgeben. Ich habe jetzt fast versaufen gesagt. Aber jetzt sind wir leider ein bisschen unter Druck geraten und werden doch noch den einen oder anderen Film von, für und über Borkheide mit, durch und über euch, uns alle bringen. Ab und zu. Jede Woche. Mal. Und damit der Matze nicht faul wird, muss er auch gleich nach Hause und Wetter drehen. Mach ich. Tschüss. Ja. Danke, tschüss. Ja, das war unser Statement dazu. Nochmal herzlichen Dank. Dann nach den Mai-Feierlichkeiten am Sonntag, also gestern, trotz des Wetters, gab es im Waldbad wieder den Trödelmarkt. War mehr oder weniger gut besucht gewesen, je nach Wetter. Es ist, glaube ich, fast nicht so gut, so kurz hintereinander immer Veranstaltungen zu machen. Das ist ja in Borkheide mittlerweile fast normal. Ein Glück, dass es kein Fußballspiel gab. So. Dann möchte ich nicht vergessen, die Gaststätte am Waldbad bietet am nächsten Wochenende, also am kommenden Samstag, schon wieder eine Veranstaltung, und zwar Bock auf Rock mit Blackbeats am 11.05. ab 19 Uhr. Eintritt ist frei, also wer dahin möchte, kann sich dort die Sohlen warm tanzen. Am 11.05. werde ich leider keine Zeit haben, da muss ich mich mal wieder um meinen Verein kümmern, denn auch der ruft nach meiner Anwesenheit. So, kommen wir mal zum Sport. Jetzt erstmal Waldbadlauf. Das war am 1. Mai gewesen, wieder sehr gut besucht. Auch ich war diesmal mit auf Tour gewesen im Wald unterwegs. 10 Kilometer bin ich gelaufen. Und zwar bin ich diesmal für Borkheide News TV und natürlich für die Laufgruppe Sonnenschein mitgelaufen, die uns als Ehrenmitglieder aufgenommen haben. Die sind natürlich ganz anders unterwegs als ich. Und natürlich von der Laufgruppe Sonnenschein haben wir hier mal ein Statement bekommen. Also, dass die Laufgruppe Sonnenschein zum Beispiel in diesem Jahr wieder zahlreich und erfolgreich am 11. Waldbadlauf teilgenommen hat. Bereits beim Bambini-Lauf konnte Jack einen ersten Platz erlaufen. Die 5-Kilometer-Strecke konnte in der jeweiligen Altersklasse einige Podeste durch Mandy, Merle, Greta, Hannes und Thomas bejubelt werden. Allerdings ist es in der Laufgruppe wichtig, allen unseren Mitgliedern Anerkennung zu zeigen. Deswegen sind wir ebenfalls sehr stolz auf unseren Erststarter über die 5-Kilometer-Strecke, Helene, Ines, Jakob, Alma, Katja und Julia, und freuen uns mit ihnen über ihren Erfolg. Über die Langstrecke von 10 Kilometer startete in diesem Jahr nur ein Läufer unserer Laufgruppe. Lutz, also ich, erreichte über die Distanz ein hervorragendes Ergebnis und bekam dafür im Zieleinlauf einen großen Applaus von uns. Die Laufgruppe Sonnenschein bedankt sich an dieser Stelle beim Waldbad Borkheide für die schöne Veranstaltung und hofft auf viele weitere. Wir joggen und laufen gerne in unserer Freizeit und sind in und um Borkheide anzutreffen. Natürlich war nicht nur die Laufgruppe Borkheide unterwegs, sondern viele, viele Läufer von überall her. Und es war wieder eine gelungene Veranstaltung, die wir, also meine Frau und ich, tatsächlich dazu genutzt haben, anzubaden im Waldbad. 15 Grad, war richtig mollig warm gewesen und cool. So, dann kommen wir noch mal kurz zum Fußball. Bevor es nämlich am Sonntag um 13 Uhr gegen den FSV Brück 1922-2 in Brück selbst geht, spielt der BSV 90 am 9.5., also am Donnerstag um 19 Uhr auf heimischem Gelände, das Nachholespiel gegen den FC Deetz 2. Wer sich erinnern kann, das ist ausgefallen, weil Deetz die Mannschaft nicht voll bekommen hatte. Noch brauchen die Jungs allerdings ein paar Punkte, also unsere, bevor sie die Saison auf dem 2. Platz beenden können. Also nichts wie hin und mit ordentlich Rückenwind für die Mannschaft sich an der Punktejagd beteiligen. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. So, jetzt fehlt mir nur noch das Wetter. Ich hoffe, Matze hat es bisher wieder geschafft. Ja, ich war ja nun endlich zu Hause und schickt mir das Wetter hier hinterher. Matze, was sagst du?
Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, es war ganz schön frostig am Wochenende, bis zu minus 2 Grad. Ich hätte es auch nicht mehr gedacht, aber es stand schon Mitte der letzten Woche fest, dass es mal noch ordentlich kalt werden kann zum Wochenende. Das kam auch mit dem Tiefdruckgebiet über Skandinavien, das schaufelt eine ganze Menge Kaltluft und die Woche übrigens auch noch Regen zu uns. Das heißt, langsame Erwärmung erst, jetzt noch 12 Grad, 13 Grad, Richtung Freitag bis zu 17 Grad, aber auch mit dem einen oder anderen Regenschauer. Jo, im Moment auch nicht schlimm, besser als Waldbrandstufe 5, würde ich sagen. Und Waldbaderöffnung ist ja auch erst am 18. Mai. Bis dahin hat das Wetter noch ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren. Und zum Monatsende ist ja auch wieder Feiertag in Sicht, der sogenannte Männertag. Und ich denke mal auch, bis dahin haben wir vernünftige Temperaturen, dass man auch diesen Feiertag dann ordentlich genießen kann. Ich habe nicht begießen gesagt. Tschüss von hier. Ja, Gott sei Dank, es soll wärmer werden. Da freuen wir uns drauf. Ich würde sagen, das waren jetzt hier schon die Eisheiligen gewesen. Wir hoffen mal, dass es wirklich so war. Und wir sehen uns dann wieder am nächsten Montag. Wünschen euch allen noch eine schöne Woche. Hat ja gerade angefangen. Bis zum nächsten Montag. Wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss.